Herzlich willkommen, meine liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, zu einer neuen, längst überfälligen Episode von UFO Enemy Unknown in der Superhuman Fight for the Future Challenge. Und ich habe mir heute eine kleine, sag mal, Überraschung einfallen lassen. Ja, da kommt schon der erste, ihr habt's gehört. Ich habe zwei Gastkommentatoren im Gepäck. Ich brauchte geistige Verstärkung. Wir haben einmal den NVL Hexes. Servus. Und den Kopfkinobetreiber. Moinsen, Dickers. Ja. Ich habe mir gedacht, ich brauche bei dieser schwierigen Terrormission geistige Verstärkung von zwei Mann. Und wir fangen dann auch gleich an. Jo. Mal eben gucken. Ich habe das Spiel seit ziemlich langer Zeit nicht mehr gespielt. Ich muss mal gucken. Jo, der Kopfkinobetreiber. Guck mal, ob du Verbandskasten dabei hast. Ja, machen wir. Und übrigens, du stehst gleich in erster Reihe. Du wirst so übel sterben müssen. Ja. Mal schauen. Okay, gucken. Habe ich Verbandskästen? Wie ich mein Glück kenne, nicht. Nee. Lasergewehre, Rüstungen, aber keinen Verbandskasten. Yes. Ja, das bin ich. Also Verbandskästen habe ich ehrlich gesagt nie benutzt. Zumindest. Oh, da hat jemand eine Waffe vergessen. Da fehlt jemand eine Waffe. Wartet mal. Ja, nimmst du sonst vom Treiber oder so? Ja, mache ich auch. Vom ersten Toten. Ja. Also Verbandskästen haben wir nicht. Also, wie gesagt, wo ich das Spiel immer für mich selber gespielt habe, habe ich nie Verbandskästen gebaut. Ich habe immer gedacht, nur die Harten kommen im Garten. So, der Arthur Bailey, der geht mal raus, kniet sich hin und guckt und sieht nichts. Kann er was werfen? Ja, eine Brisantsprengstoffgranate, hätte ich fast gesagt. Einen roten Brisantsprengstoff. Nee, die Zeiten würden nicht mehr reichen, da was rauszunehmen. Kopfkinobetreiber hat eine Granate. Nein, eine Flare. So rum. Wird ein Schuh draus? So, mal gucken. Wir stehen hier im Eck, also hinten wird nichts kommen. So, auch er geht raus. Guckt, geht hier rum und sieht nichts. Zack, stellt sie wieder hier hin. So, ich würde sagen, die beiden bleiben mal draußen. Wieso ich? Ja, du kannst auch gleich wieder rein, also. Da ist der. Dieses Schicksal hat jeder geteilt bisher. Ja. Okay, Arthur Bailey hat hier oben gerade einen Treiber gesehen. Wartet mal, vielleicht können wir ja den kleinen Brisantsprengstoff nehmen. Ja. Er ist schon weit. So weit kann er das Teil doch nicht werfen, oder? Nachher haust du da noch irgendwelche Zivilisten weg, die du nicht siehst. Das ist egal. Hey, also, bis der zum Zug. Bis der zum Zuge kommt, da sind die Zivilisten schon von den Treibern erledigt worden. So kenne ich das. Warte mal. Bei einer Terrormission geht sowieso XCOM-Mitarbeiter vor Zivilist. Ja. Oh. Er kann noch einmal schießen. Triff ihn! Yeah! Aber er kann sich nicht mehr hinknien. Was hast du gesagt? Du willst wieder rein? Kopfkino-Betreiber? Ja, mach was du willst. Du bezahlst mich ja hierfür. Ja, genau. Also, du bist ja der Kommandant. Genau. Außerdem habe ich so eine nette Rüstung, die anderen allerdings auch, die da drin sind. Ja, nicht alle. Ich weiß nicht. So, aber ich würde mal sagen, wir haben keine Flares mehr im Angebot. Da. Zack, du kriegst auch noch eine Flare. Ehrlich gesagt, wie heißt der? Nuhiro Okobe. Ja, zur Erklärung, wir spielen gerade hier eine Dreierkonferenz mit einem ziemlich kleinen DOS-Box-Fenster. Und da erkenne ich gerade so gut wie nichts. Aber dafür haben wir keine Leiste, die uns die Sicht versperrt. So, jetzt muss ich gucken. Ich darf die nicht so weit hier stehen lassen, weil sonst eine Granate hier reinfliegen könnte. Ich muss gucken, dass wir mit den Leuten irgendwie hier hinkommen, damit die eine Deckung haben. Weil, wie ihr seht, wir haben keinerlei Deckung hier. Wieder wie hier weit nicht. Geht's dann noch so ins Feld rein? Noch hier nicht. Ja, es sind viele, 14, 15 Felder. Ja. Wir können es ja mal versuchen. Oh, er sieht jemanden. Den da. Okay.
Treff ihn. Ich würde sagen, wir schießen mal. Oder sollen wir gleich hier hinlaufen? Was meint ihr? Laufen und Kopfkinobetreiber schießen lassen. Ja, genau, wollte ich auch gerade sagen. Okay. Ja, dann steht er da so, wenn du mit dem schießt. Okay, Reaktionsfeuer. Ist das vorbeigegangen? Ich erkenn's nicht, ja. Ja, ist vorbeigegangen. Jetzt muss ich mal gucken. Ich glaube, von hier aus wird er nicht schießen können, weil die Rampe hier im Weg ist. So, mal gucken, geht das müsste von... gehen. Geht's von hier aus? Die mittlere Stufe funktioniert normalerweise. So, dann schieß ihn mal ab. Ey, wie schießt du denn? Wie so ein Mädchen. Kein Zielwasser getrunken? Also ehrlich, ja, du... Scheiße. Dafür verdienst du den Tod jetzt in dem Spiel. Ja. Okay, Arthur hat auch nix. Kannst du den Typen, der da an der Hauswand steht, noch bewegen? Nee. Nee, der hat keine Zeiteinheiten mehr. Mist. Der steht gefährlich. Er schreit nach Eddie Mail. Ja, raus der... auf die zweite Treppe. Genau. Hinknien. So, was sagst du? Zwei, das ist hier. Und ein Schuss zwischen die Augen. Der Eddie, der ist sowas von gut. Das macht er. So. Und Schuss. Yeah. Super, Eddie, super. Und wieder zurück. Ja. Schnell wieder rein. Genau. Nicht genug Zeit anhalten. Und wir machen die nächste Runde. Ich höre nur Türen, aber mehr auch nichts. So. Gucken mal. Ich schmeiß mal eine Flare hier hinten hin. Ah, das ist auch schon Ende im Gelände, sehe ich gerade. Da dürfte hier aber kein Treiber mehr rumfuchteln. Na komm. Wir können ja gleich die wieder aufnehmen, die hier rumliegt. So, mal gucken. Kann man die wieder aufnehmen? Die kannst du wieder aufnehmen, ja. So, dann will ich mal gucken, dass wir mit dem hier hingehen. So. Kann ich dir eben demonstrieren? Naja, du hast ja schon einen in der Hand. Ja, ja, musst du nicht. Du musst keine Zeit anhalten, uns verballern für sowas. Ja. Ich versuche jetzt hier auf jeden Fall hierhin zu rennen. Ja. So. Warum spielst du nicht mit Panzern? Ich spiele normalerweise schon mit Panzern, aber wie du wahrscheinlich immer Geld letzten... dafür im Moment, oder was? Ja, aber in meinem letzten Video musst du wohl gesehen, hast du, glaube ich, gesehen, dass ich kein Geld mehr habe, um was zu kaufen. Ich konnte mir gerade noch... Ist ziemlich teuer. Ja, ich konnte mir gerade noch den Skywinger hier leisten. Mehr ist nicht drin, leider. Bei den Panzer haben sie mir ja in der letzten Terrormission zersäbelt. Mal gucken, eben noch den Eddie-Mail mal gucken lassen. Ob der was sieht. Sieht nix, der geht auch wieder rein hier. Ja, ich muss mir mal dein Netzteil von vorne angucken. Ich habe da irgendwie ab und zu mal stichprobenmäßig geguckt, aber... Mhm. Okay. Ich weiß nur, dass deine zweite Basis oder deine dritte Basis so kaputt gemacht worden ist. Ja, die zweite auf Hawaii. War das die zwei... Wie viel hast du jetzt noch? Eine? Eine, genau. Oder hast du wieder eine neue aufgebaut? Okay. Nee, gut. Also nur eine. War das Problem, was ich hatte... Ich hatte ja die in Hawaii, die habe ich ja aufgebaut und dann habe ich da Leute hingeschickt, ich habe Ausrüstung gekauft, die sind noch nicht angekommen und da haben die bösen Aliens zugeschlagen, die vernichtet. Also waren meine ganzen Leute weg gewesen, die sind noch nicht mal angekommen, die sind im Transport irgendwie gleich mit verschwunden und dementsprechend waren, glaube ich, 2 Millionen an Dollar weg gewesen. Und, okay. Ja, und dann ein Zug später hat es dann die Terrormission zersäbelt mit dem Skywinger. Und da hatte ich gerade nur noch, glaube ich, 300.000 Dollar gehabt, um mir noch einen Skywinger zu kaufen. Dementsprechend musste ich... Ach, das war da, als der so ein Vieh irgendwie eine Granate ja, genau. reingeworfen hatte und dann irgendwie so 12 Leute auf einmal tot genau, genau, waren. Genau. Achso, ja, genau, das habe ich noch gehört. Mir fällt gerade im Spiel was auf, da drinnen im Lagerhaus liegt eine Leiche, da ist sicher auch noch ein Treiber drin. Ja, deswegen... Ja, oder er hat durchs Fenster geschossen von außen. Aber ich werde auf jeden Fall auf Nummer sicher gehen. Mach ich gerade auch, so.
Also ich würde auch sagen, dass hier vielleicht ein Treiber drin ist. Dann sieht es ja wirklich nicht so gut aus für dich. Nein. Okay, jetzt weiß ich langsam, ach, worauf ich mich hier eingelassen habe. Ja, auf ein Todeskommando. Verdammt, habt ihr gerade wieder diese UFO-Wegfindungsroutine gesehen? Du standest gerade hier und ich habe ihm gesagt, er soll hier hingehen. Was macht er? Er rennt nicht hier rum. Nein, er rennt hier rum. Hui. Ja, das ist so Standard. Das ist auch bei XCOM 2 so oft bei mir gewesen. Also, das weiß ich nicht. So. Verklickst du dich auch immer öfters? Ich verklick mich. Ja, also das ist ein Standardprogramm. Verklicken. So. Gucken wir mal. So, was mir jetzt wirklich Sorgen macht, hier hinten sind noch viele, viele Häuser. Aber irgendwie wird nicht mehr geschossen. Scheinbar sind keine Menschen mehr im Leben. Das kann sein. Ich denke mal, die sind alle im ersten Zug schon draufgegangen. Den lasse ich mal jetzt hier stehen. Im Prinzip müsste ich allerdings auch noch hier mit irgendwelchen Leuten rumlaufen, weil hier geht's ja auch noch weiter, wie ihr seht. Oh, und keine Deckungsmöglichkeit hier, du. Aber ich denke. Laternenmast reicht vollkommen. Ja. Aber ich denke mal wirklich, die Party geht hier oben ab, hier wo die ganzen Häuser stehen. Da müssen wir jetzt erstmal hinlaufen. So. Jetzt geht die Party richtig los, nicht? So. Evelyn, die nimmt sich gleich eine Flair mit, weil hier ist nichts mehr. Ich würde mal jetzt erstmal hier wieder rumgehen. So. Zack. Hallo. Wir machen weiter und horchen angestrengt. Ich hab nichts gehört, ihr? Ein Zivi hat's erwischt, oder? Ja, irgend so eine Tüsse. Ja, die habe ich gerade auch gehört. So, gucken, dass wir den Kopfkinobetreiber hier rumschicken und hoffen, dass er nicht erwischt wird. Aber hier scheint nichts im Lager zu sein, denke ich mal. Ich würde mal sagen. Ja, dann hat er seine FIFA durchs Fenster geschossen. Also. Ja. Wobei. Ja. Und durch die Tür hier kann auch nichts reinkommen, weil ihr seht ja, die ist direkt am Ende. Da kann aber ich sehe gerade, wie. Das Viech kann noch gar nicht durch die Boxen geschossen haben, oder? Dann durch das andere Fenster. Jo, da wo jetzt genau der Japaner, nenne ich ihn jetzt einfach mal, direkt davor steht. Ja. Das denke ich auch mal. So, aber den stelle ich auch mal hier rein. Und dann kommt bestimmt dann den genau... Den Schnitter hast du auch noch nicht gesehen, ne? Wen habe ich? Den da Schnitter? Sind bestimmt. Nein. Auch eins. Die Schnitter. Ein, zwei oder so müssten doch auch dabei sein. Ja, also ich glaube drei oder vier sind sogar dabei, Terroreinheiten bei Superhuman. Aber ihr werdet lachen. Ich habe mal testweise eine Terrormission offscreen gespielt und da kam einmal keine Terroreinheit drin vor. Okay. So, gehe ich mal hier mit der hin. Aha, aha, aha. Da ist einer. Schieß ihn mal bitte ab. Yeah. Was mir gerade auffällt. Hier alles rund. Ja. Was mir gerade auffällt, bis jetzt XCOM-Verluste 0, Treiberverluste glaube ich 5 oder so, ne? Verschrei's nicht. Ja. 2, 3, 4. Aha, okay. Ja, na, wenn man anfängt so zu denken, dann passiert in den nächsten Runden. Ja, auf jeden Fall. Schlimmes. Das hatte ich so oft, dass ich gedacht habe, ja, hier das sieht gut aus und dann kam so ein Tentakulato um die Ecke. Ich spiele ja den zweiten Teil. Ja. Also sicher kann man sich nie sein. Ja, das kenne ich. Das ist bei mir auch immer dann.